Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen. Ich verrate Ihnen mal was. Wenn wir hier in der Kapelle auf dem Höchsten den Fernsehgottesdienst drehen, dann kommt es vor, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab und zu eine kleine Krise bekommen, weil sie unterzuckert sind. Ja? Und dann holt der Produktionsleiter frische Kekse aus dem Gepäck und dann gibt es für alle eine runde Kekse. Und dann sind alle wieder ganz glücklich. Ja? Aus dem Unterzucker rausgekommen und alle haben neue Energie, um mit den Dreharbeiten fortzufahren. Ich persönlich liebe auch Kekse. Das ist schon gut. Und ich denke, wir müssen in unserem Leben darauf achten, dass wir nicht zu wenig haben an Energie, an Kraft. Genau dazu will der Gottesdienst dienen, dass sie zu neuer Energie, zu neuer Kraft kommen. Mehr als ein Keks. Aber das verspricht uns Gott. Er segnet uns mit seiner Kraft, dass wir nicht zu kurz kommen. Lass uns diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich freue mich auf ganz besondere Gäste heute in diesem Gottesdienst. Sie sind beide schwerst behindert, sitzen im Rollstuhl. Aber Freunde haben gesagt, die musst du unbedingt interviewen. Das ist so ein spannendes Ehepaar. Ja, sie sind verheiratet. Michael und Karin Agot. Freuen Sie sich auf ganz spannende Menschen. Und jetzt lade ich Sie ein, dass wir zusammen singen. Ein erstes Lied zum Lob Gottes. Ich lade Sie ein, dass wir zusammen beten mit Worten aus Psalm 92. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Auf dem Psalter mit 10 Saiten, mit Spielen auf der Harfe. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken. Und ich rühme die Taten deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Ein Törichter glaubt das nicht und ein Narr begreift es nicht. Die Gottlosen grünen wie das Gras und die Übeltäter blühen alle, nur um vertilgt zu werden für immer. Aber du, Herr, bist der Höchste.
und bleibest ewiglich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater im Himmel, um Jesu Christi willen bist du unser Vater. Wir stehen hier vor dir und bringen alles mit, was gut war und auch das, was nicht gelungen ist. Und wir beten, räume du beiseite, was uns schwer auf dem Herzen liegt und vor allen Dingen auch das, was uns von dir trennt. Sei du bei uns in diesem Gottesdienst. Öffne unsere Ohren und Herzen, damit dein Wort uns erfüllt und tröstet. Lass uns die Kraft deines Geistes erfahren, damit wir den Weg des Lebens finden. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Freunde von mir meinten, wenn du im Fernsehgottesdienst mal ganz besondere, liebenswürdige Menschen interviewen möchtest, dann lad die ein, Karin und Michael Agotz. Ich habe das gemacht, habe über Facebook angefragt und habe sofort eine Antwort bekommen und freue mich, dass das geklappt hat. Und jetzt sind sie zu Gast. Liebe Karin, lieber Michael Agotz, herzlich willkommen in der Stunde des Höchsten. Zwei ganz besondere Menschen. Michael Agotz hat zu mir gleich gesagt, wir duzen uns. Ich möchte nicht, dass Sie mich siezen, weil vor Jesus sind alle gleich und Jesus kennt kein Sie. Bei Jesus duzen sich alle. Insofern duzen wir uns. Genau, Michael. Das ist was ganz Besonderes. Ihr seid zum ersten Mal im Fernsehen. Ja. Ja? Und seid ihr aufgeregt? Bissle aufgeregt. Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Genau. Michael, einige Menschen werden fragen, soll man die wirklich ins Fernsehen bringen? Die sehen ja so ein bisschen anders aus und reden auch ein bisschen anders. Was würdest du denen sagen? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Andere sind doch auch. Andere sind auch im Fernsehen, genau. Ja, genau. Genau. Ihr seid so ein bisschen anders. Ihr sitzt beide im Rollstuhl. Gerade das andere Teil.
Das ist ja gerade das Bierprojekt. Okay, gerade das andere zählt, Daumen hoch dafür. Und das ist doch gerade das Wertvolle. Und das ist gerade das Wertvolle. Ja, das stimmt. Michael, wie nennt man die Behinderung, die ihr habt? Habt ihr beide die gleiche Behinderung? Ähnliche Behinderung. Von Geburt an sind wir so geboren. Von Geburt an seid ihr so geboren? Ja. Das heißt, ihr seid so auf die Welt gekommen. Habt ihr manchmal ein bisschen gehadert mit dem, dass ihr anders seid als andere? Das haben wir nicht. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Werdet ihr manchmal komisch angeguckt von den Menschen, dass ihr so anders seid? Stört euch das? Ärgert euch das? Das ist ganz Besondere an eurem Leben. Ihr seid nicht befreundet, sondern ihr seid verheiratet. Ja. Und wie lang? Seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren? Seit 30 Jahren verheiratet? Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Urlaubsbekannte. Urlaubsbekannte? In Ludwigsburg? Ja. Da habt ihr euch zufällig getroffen? Nee, da haben wir uns kennengelernt. Da habt ihr euch kennengelernt? Ich hab da Urlaub. Ich komme aus der DDR. Du kommst aus der ehemaligen DDR, ja? Genau, und Behinderte, die Rennklapp waren, die konnten ja nach Westen. Da konnten die nach Westen, in den Westen als Behinderte, genau. Und dann Urlaub machen. Und da Urlaub machen. Und plötzlich steht die Frau des Lebens vor dir? Ja. Du und gleich Herzklopfen bekommen? Naja, du ähnlich, ja. Ja? Meine Frau und ich, wir haben einen gemeinsamen Liedermacher. Ja! Manfred Siebald. Ah, okay. Und da haben wir beide die Katastrophe angehört. Und haben wir gemerkt, wir gehören zusammen. Ach, das ist ja schön. Über Lieder von Manfred Siebald, die ihr zusammen angehört habt, habt ihr euch nicht nur kennengelernt, sondern gemerkt, ihr gehört zusammen. Ja. Gut, dass wir einander haben. Kill auch. Ist ein Lied von Manfred Siebald. Ja? Kill auch. Manfred Siebald ist ja ein christlicher Liederdichter. Kill auch. Habt ihr selber auch eine Beziehung zu Gott, zu Jesus? Natürlich, sonst wären wir ja nicht zusammen. Sonst wären wir nicht zusammen. Wegen Jesus seid ihr zusammen. Ja. Das ist ja interessant. Wenn man so ganz anders ist als andere und wenn man behindert ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass man manchmal mit dem lieben Gott sauer ist, dass er einen so anders geschaffen hat. Gibt auch Bild. Kann man ihn nicht verdenken. Mhm. Kann man ihm nicht böse sein. Kann man ihm nicht böse sein? Mhm. Es ist so. Es ist so, okay. In der Bibel heißt es sogar mal, ich, der Herr, habe die Lahmen, Blinden, Tauben geschaffen. Genau. Ihr seid ganz besonders wertvolle Menschen, von Gott so erschaffen. Für mich gibt es noch eine andere Bibel. Ja? Das ist für mich der Bibel. Johannes 9. Johannes 9? Ich muss die lesen. Es geht um die Heilung eines Blinden. Mhm. Und da sagt Jesus an einer ganz bestimmten Stelle, ihr sollt das nicht sein. Mhm. Ihr sollt meine Zeugen sein. Oh ja, ihr sollt meine Zeugen sein. Genau. Ihr seid verflucht. Mhm. Wenn ihr Zeugen seid von Jesus, was ist denn das Besondere für euch an Jesus? Hat aber nichts mit der Oma zu tun. Aha, ja. Nein. Was ist für euch das Besondere an Jesus? Seine Liebe. Seine Liebe. Lobpreis. Lobpreis, aha. Anbetung. Anbetung. Mhm. Und macht ihr das für euch als Ehepaar oder seid ihr auch? Auch. Ich wollte ein Videofernsehen. Okay. Oder wir gehen selbst zu unserer Gemeinde. Mhm. Da sind wir auch Lobpreis, machen auch Anbetung. Mhm. Habt ihr ein Lieblingslied? Ja, Jesus ist Gott. Jesus? Komm in Grund zur ewigen Freude.
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Genau. Das ist schön. Das spürt man euch ab, dass ihr Lebensfreude habt. Ja. Das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Meine Zeit. Lieber Michael, wie ist das? Es war ja jetzt auch nicht ganz einfach, hierher zu kommen. Ihr braucht viel Hilfe. Ja, wir brauchen verdammt viel Hilfe. Und ist es für euch immer einfach, so Hilfe anzunehmen? Oder ist es manchmal auch schwierig? Nee, für uns nicht, aber für andere. Für die anderen ist es schwierig? Ja, für uns selber nicht. Wenn die anderen es wollen, können wir das nicht spielen. Wir können nicht andere da einen Wachball. Das geht nicht. Wir müssen versuchen, das Herz zu gewinnen. Ihr versucht, das Herz zu gewinnen dieser Menschen. Meins habt ihr schon gewonnen, liebe Karin. Ich habe jetzt fast die ganze Zeit nur mit dir gesprochen, lieber Michael. Wie redet ihr denn miteinander? Liest du ja alle Wünsche von den Lippen ab? Nee. Wir reden ganz normal mit Lass. Ihr redet ganz normal mit Lass? Ja. Dauert mal ein bisschen länger. Dauert ein bisschen länger, ja? Aber das macht nichts. Das macht nichts. Gab es denn in den 30 Jahren auch schon mal Streit zwischen euch? Nee. Ja, gab es schon? Nein. Nein? Meine das Zeit. Hab's nicht. Mal so aus lauter Quatsch. Aus ja, lauter Quatsch? Ja, aber sonst nicht. Das weil wenn man wirklich was Ernstes haben, dann reden wir drüber. Dann reden wir auch oft drüber. Und lieber einmal mehr als zu wenig. Lieber einmal mehr als zu wenig drüber reden, über ja, das, was genau, einen bewegt. Genau. Mensch, von euch können wir viel lernen, lieber Michael, liebe Karin. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr bei uns seid. Und darf ich das verraten? Michael ist ein begeisterter Facebooker. Ja? Sie finden Michael Agotz bei Facebook, oder? Genau. Das darf man doch sagen. Wir haben viel über Facebook kommuniziert. Und wenn Sie Fragen haben an Michael und Karin, schauen Sie rein bei Facebook. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Ich werde es sofort an Michael und Karin weiterleiten. Ich finde das klasse. Und lieber Michael, lieber Karin, ich denke, dieses Lied sollten wir jetzt zusammen singen. Das hören wir, das singen wir auch zusammen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Ja? Und die Freude wünsche ich euch und freue mich riesig, dass ihr da seid hier bei uns in der Stunde des Höchsten. Alles Gute euch, Gottes Segen. Danke. Und dir wünschen wir auch Gottes Segen. Mach weiter die Sendung. Danke. Bitte lebendiger geht. Danke, lieber Michael. Die Leute brauchen das Lebendige. Schön. Den Wunsch nehmen wir gerne an. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt singen wir zusammen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Ewiger Freude, A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde, erzähl es den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Komme, wen dürstet und trinke, wer will. Holet für euren so giftigen Schaden.
Es war im 19. Jahrhundert. In Deutschland herrschte eine große Hungersnot. Irgendein Vulkan war ausgebrochen und im Hochsommer, im August, kam es zu viel Schneefall und die ganze Ernte ging kaputt. Viele Menschen lebten in bitterster Armut. So auch eine Familie, Vater, Mutter und drei kleine Kinder. Sie halten es nicht mehr aus. Und sie beschließen auszuwandern, so wie viele damals. Sie kratzen alles Hab und Gut zusammen, versuchen ein Schiffsticket zu lösen, um mit diesem dann auf den großen Ozeanriesen zu gelangen und über den großen Ozean in eine neue Welt zu gelangen, um ein neues Leben dort zu beginnen. Die Reisen dauerten damals über den Ozean wochenlang. Auf den Schiffen waren Reiche und Arme zusammen. Die Armen meistens ganz unten im Schiff, die Reichen natürlich oben. Jeden Tag gab es reichlich zu essen, oben. Unten ernährten sich die armen Menschen zusammengekauert von ein wenig Schiffszwieback, der jeden Tag trockener und härter wurde und den Hunger nicht mehr stillen konnte. Und sie ernährten sich von einer kleinen Ration Wasser. Man nahm das Wasser damals auf den Schiffen in Holzfässern mit. Da setzten sich aber ganz bald Algen an und so wurde das Wasser bitter und ungenießbar. Da sitzt also die Familie ganz unten, zusammengekauert, jeden Tag Hunger und Durst leidend. Nach 14 Tagen Überfahrt sagt der Vater zur Familie: Ich habe eine Überraschung für euch. Ich habe noch ein wenig Geld zurückgehalten. Und mit diesem Geld lade ich euch heute zum Essen ein. Die Kinder freuten sich unbändig. Sie gingen beschämt nach oben. Je weiter sie hochkommen, desto mehr reichen und gut gekleideten Menschen begegneten sie. Vor dem Speisesaal trauten sie sich kaum mehr weiter. Zerlumpt waren ihre Kleider, sie rochen unangenehm. Dann sahen sie durch die Türe, wie der ganze Speisesaal festlich eingedeckt war. Einen Tisch am Rand entdeckten sie mit 5 Plätzen. Wie schön war er eingedeckt, wie festlich geschmückt. Dort nahmen sie ganz verschämt Platz. Dann warteten sie, bis das Buffet eröffnet wurde. Und dann sah der Vater etwas Schreckliches. Der Kapitän des Schiffes näherte sich ihnen. Und dann fing er an, mit ihnen zu reden. Er begrüßte sie fröhlich und freundlich und fragte sie, warum sie jetzt erst kämen. Die Reise dauerte doch schon seit 2 Wochen und er hätte sie bisher nie gesehen. Da sagte der Vater: Wissen Sie, wir haben überhaupt kein Geld. Wir haben alles Geld investiert, um dieses Schiffsticket für uns zu bekommen, um in das neue Land zu gelangen. Wir können uns das Essen hier nicht jeden Tag leisten. Da sagte der Kapitän: Ich bitte Sie, seit 2 Wochen ist dieser Tisch jeden Tag, morgens, mittags, abends für Sie eingedeckt. Nur für Sie. Wir wissen doch, dass Sie an Bord sind und wir haben jeden Tag auf Sie gewartet und Sie sind nie gekommen. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wissen Sie denn nicht, wer ein Schiffsticket hat, der darf hier auch morgens, mittags, abends essen. Umsonst, denn das Essen ist für Sie inklusive. Und wir hocken ganz unten im Schiff, auf unserer Lebensreise und ernähren uns jeden Tag von Schiffszwieback und von einer kleinen Ration Wasser, die uns nicht den Durst nimmt. Das bitter schmeckt und nicht hält, was es verspricht. Wir ernähren uns von Notrationen jeden Tag, versuchen über die Runden zu kommen, schämen uns für unseren Zustand. Dabei ist auf unserer Lebensreise alles inklusive. Das zumindest sagt Jesus, der Auferstandene.
Ich lese Ihnen von dieser Lebensreise, von dieser Reise in ein neues Land aus Offenbarung 21. Sagt Johannes, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe. Denn diese Worte sind wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und wir? Wo sitzen wir auf dieser Reise in das neue Land? Jesus weiß, mit wem er es zu tun hat. Mit Menschen, die sich von Schiffszwieback ernähren. Mit Menschen, die von Durst geplagt sind, Heißhunger haben und durstig sind. Lassen Sie uns eintauchen in dieses Wort. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Im griechischen Urtext steht hier ein Mensch, der von Heißhunger, von Durst getrieben ist. Und der antike Mensch wusste, was Durst ist. Er meinte damit nicht nur ein Bauchgefühl, ein Begehren nach etwas Flüssigkeit, sondern das war der seelische Durst, der seelische Heißhunger, der dann entsteht, wenn man so viel Mangel leidet, so viel Entbehrung ertragen muss, wenn einen das Schicksal so gnadenlos trifft und man fragt, was soll das alles, wozu das alles? Was hat mein Leben für einen Sinn? Was hat mein Dasein für einen Sinn? Was bringt das alles? Und wer interessiert sich für mich? Wer liebt mich? Wer ist für mich da? Für wen kann ich da sein? Die Philosophen damals nahmen diese Fragen ganz genau auseinander, versuchten Antworten zu finden, aber sie blieben Antworten schuldig. Denn den Durst der Seele, den Heißhunger der Seele, konnte niemand und nichts aus menschlicher und weltlicher Kraft stillen. Man fertigte sich Gottheiten an, die man anflehte, dass sich etwas am Hunger, am Durst, an der Not änderte, aber man blieb leer. Es waren alles unverhallte und unbeantwortete Hilferufe. Jesus sagt, ich weiß, dass ihr durstig seid. Ich weiß, dass ihr diesen Hunger habt. Ich weiß es. Ich interessiere mich für euch. Und dann sagt er, kommt mit eurem Heißhunger, kommt mit eurem Durst zu meiner Quelle. Da werde ich wieder hellhörig. Jesus, du hast eine Quelle? Wo denn? Zeig sie mir. Herr, woher kommst du? Was ist dein Zuhause? So fragen die ersten Jünger. Und sie wollen bei ihm bleiben, denn die wissen, da, wo Jesus herkommt, da, wo Jesus lebt, da muss es mehr geben als sonst auf dieser Welt. Tatsächlich war es im alten Orient so, dass der Mensch, der eine Quelle besaß, der konnte sich vonschreiben. Der hatte etwas, was nicht viele andere hatte. Und so kam es oft zum Krieg um diese Quellen. Wer eine Quelle besaß, der hatte etwas ganz Besonderes. Jesus sagt, ich habe eine Quelle. Und auf eurer Lebensreise will ich aus dieser Quelle für euch schöpfen. Und ihr dürft euch so viel nehmen, wie ihr braucht, auf dass ihr satt werdet. Dass ihr nicht mehr das Gefühl habt, Not zu leiden, zu kurz zu kommen. Kommt zu meiner Quelle.
Das Interessante damals im alten Griechenland war, hier steht ein Wort für Quelle, das meint gar nicht nur die Quelle, dieses kleine Erdloch, wo das frische Wasser herauskam, sondern meinte auch das, was entstand aus der Quelle, nämlich ein Strom und dann ein breiter Fluss. So war das Wort für Quelle im alten Griechenland ein Wort für Schutzraum. Denn ein Fluss bot Schutz vor den Feinden. Da konnte nicht jeder Feind rüberkommen und mir etwas zuleide tun. Nein, der Fluss, der aus der Quelle entsprang, der war Schutzraum. So bietet Jesus an: Ich gebe euch nicht nur aus dieser Quelle, ich gebe euch nicht nur lebendiges Wasser, sondern ich biete euch Heimat, ich biete euch Schutz. Denken Sie an das wunderschöne Bild aus Psalm 23. Der Herr deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die Feinde sind auf der anderen Uferseite und können nicht zu mir herüber. Sie sehen aber den gedeckten Tisch an der Quelle, im Angesicht meiner Feinde. Was für eine herrliche Einladung. Auf dieser Lebensreise von dir ist alles inklusive. Komm zu meiner Quelle, komm du Durstiger. Komm und genieße. Ja, und Jesus, du willst lebendiges Wasser geben? Was muss ich denn bringen? Was muss ich leisten? Sagt Jesus, es ist umsonst. Du musst mir nichts bringen. Ich will nichts von dir. Ich schenke es dir. Im Griechischen steht hierfür umsonst das Wort für Geschenk. Und jetzt wird der Grieche etwas misstrauisch, denn er weiß, die Gottheit schenkt dem Menschen. Das muss ein Irrtum sein, das muss ein Missverständnis sein, denn im alten Orient war es üblich, dass die Menschheit der Gottheit etwas schenkte, etwas darbrachte. Man nannte das Opfer. Man opferte sich das letzte Hemd, damit die Gottheit wohlwollend, glücklich gestimmt und nicht mehr zornig dreinschaut. Ob es was gebracht hat, wissen wir nicht. Aber es war ein Riesenopferkult, denn es war normal, dass der Mensch der Gottheit etwas schenkte, etwas darbrachte. Jesus sagt als Gott: Ich beschenke euch mit dem Lebensnotwendigsten. Die Griechen wussten, das kam ganz selten vor, dass die Gottheit den Menschen beschenkt. Wenn es dazu kam, dann war das nicht ein normales Geschenk, sondern, so heißt es hier im Griechischen auch, ein Ehrengeschenk. Ein Ehrengeschenk Gottes an die Menschen. Damit haben wir es zu tun auf unserer Lebensreise. Und das Ehrengeschenk, das hatte eine ganz besondere Bedeutung. Die Menschen wussten damals, wenn es zu einem Ehrengeschenk kam, dann veränderte das auch das Schicksal des Beschenkten. So oft sitzen wir auf unserer Lebensreise ganz unten im Schiff, ernähren uns vom Schiffszwieback und vom ekligen Wasser und wünschen uns, dass sich etwas ändert, dass sich das Schicksal endlich wendet, es einen guten Lauf nimmt, unser Leben. Aber alles, was bisher war, konnte das nicht einhalten, konnte das nicht bedienen, konnte nichts ändern. Jetzt kommt es zu diesem Ehrengeschenk, verspricht Gott. Und es ist ihm eine Ehrensache, ein Ehrenwort. Dein Schicksal soll sich zum Guten wenden. Es wird sich etwas ändern, wenn du zur Quelle kommst. Wenn du mit deinem ganzen Durst und deinem Heißhunger nicht mehr eigene Quellen suchst und auftust, nicht von Notrationen lebst, in deiner Beziehung, in deinen Plänen, Visionen, in deinem kleinen Alltag, sondern wenn du von mir lebendiges Wasser nimmst, umsonst. An deinem Schicksal wird sich etwas ändern. Endlich, das, was wir uns schon so lang wünschen, verspricht Gott. In deinem Schicksal wird sich etwas ändern. Das dürfen wir glauben. Dem dürfen wir vertrauen. Endlich ändert sich was.
auf unserer Lebensreise, auf unserem Lebensweg. Und ich kann nur sagen, Gott sei Lob und Dank, das Leben ist nicht zum Stillstand gekommen. Auch wenn wir den Eindruck haben, Mauern begrenzen uns, es geht nicht mehr weiter. Auch wenn wir den Eindruck haben, alles schläft, niemand kümmert sich mehr um uns. Keine gute Macht, die sich für uns einsetzt. Doch Gott verspricht, ich überrasche dich. Du darfst gespannt sein, was noch alles kommt. Zu diesem Gottvertrauen lade ich Sie ein. Weil unser Weg so steil ist, weil es oft durch dunkle Täler geht, weil unsere Lebensreise oft so schicksalsbehaftet ist und so viel Schweres erlebt. Kommen Sie zur Quelle. Schöpfen Sie umsonst. Das ist ein Ehrengeschenk Gottes. Und lassen Sie sich überraschen, was Gott an Ihrem Schicksal zum Besten wenden kann. Amen. Das wäre ein Wunder, kämen wir ganz alleine raus aus diesem Trott. Das wäre ein Wunder, stellten wir diese Welt alleine auf den Kopf. Das wäre ein Wunder, zögen wir uns aus eigener Kraft aus diesem Sumpf. Das wäre ein Wunder, hätt doch nur einer von uns diesen großen Trumpf. Das ist das Wunder, Wunderbare, unser Gott macht alles neu. Und wer so lang durstig ist, dem gibt und schenkt er ganz treu. Aus der Quelle des Lebens das Wasser umsonst. Lebendiges Wasser, Wasser des Lebens umsonst. Das haben wir im Interview heute schon gespürt und gemerkt, oder? Dass nicht alles im Leben glatt läuft. Dass es manchmal gar nicht so leicht ist, das Leben zu meistern. Aber auch das haben wir gehört, dass wir uns nicht nur auf uns selbst verlassen müssen, sondern bei Gott Hilfe holen dürfen, im Gebet. Und deshalb laden wir Sie ein, schreiben Sie uns von Ihren Gebetsanliegen. Wir beten gerne dafür. Gemeinsam wollen wir füreinander und miteinander beten. Vater im Himmel, das war beeindruckend zu hören, wie es zwei Menschen, die äußerlich gar nicht so perfekt, vollkommen und glücklich wirken, wie es denen doch geschenkt ist, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft zu leben. Das hat uns beeindruckt. Aber jeder von uns trägt seine Last. Der eine schwer, der andere noch schwerer und viele von uns sind am Verzweifeln, warten auf ein Wunder, dass sich endlich etwas bewegt, dass sich etwas zum Guten wendet. All diese Menschen, all diese Herzen liegen dir am Herzen. Und deshalb erinnern wir dich, Gott, in diesem Gebet sei uns gnädig und barmherzig. Hilf, rette, verändere du etwas zum Guten. Die dich lieben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen, hast du gesagt. Hilf uns, das zu glauben.
So richte uns auf. Richte uns hin auf diese Hoffnung. Das beten wir in Jesu Namen, Vater im Himmel. Und ich lade Sie ein, dass wir so gemeinsam beten, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun gehen Sie in diese Gewissheit, Gott ist für Sie, Gott ist mit Ihnen. Der Herr segnet dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Zum Schluss des Gottesdienstes habe ich noch folgende Informationen für Sie. Das Lied, das wir nach der Predigt gehört und vielleicht auch mitgesungen haben, möchten wir Ihnen gerne schenken. Das wäre ein Wunder. Es ist erschienen auf CD-Card und Sie bekommen es von uns heute geschenkt. Wenn Ihnen das Interview imponiert hat, dann können Sie das noch einmal nachschauen und sich noch einmal anhören. Bestellen Sie einfach kostenlos die DVD vom heutigen Gottesdienst. Wenn Sie gerne Interviews lesen, eine Auswahl der vielen, vielen Interviews, die wir hier in der Stunde des Höchsten schon geführt haben, ist in einem ganz neuen Buch erschienen, Hoffnungsgeschichten. Sie können das Buch bei uns im Onlineshop bestellen oder erhalten es auch überall im Handel. Schauen Sie rein auf unserer Homepage. Dort finden Sie Neues und Aktuelles aus unserer Fernsehgottesdienstarbeit und wir sagen Ihnen auch, wie Sie uns unterstützen können. Wir sagen ganz herzlichen Dank für Ihre Spenden. Nur damit gelingt es uns, diesen Fernsehgottesdienst Woche für Woche auf Sendung zu bringen. Danke dafür. Und nun gehen Sie als fröhliche Gotteskinder in die kommende Zeit. Seien Sie behütet und beschützt von unserem guten Gott. Auf Wiedersehen.